Recht herzlich willkommen zur 92. Folge von Simotrans. Wir müssen noch irgendeine Stadt ausbauen. Wir sind in Hardexen stehen geblieben und es war unten rechts Floto. Ne, Floto war es nicht, ne? Waldeck, ich weiß es nicht mehr. Schau mal gerade rein. Werden wir gleich sehen, ne? Das war Lauter war es, genau, da am See. Ganz klar. Gut. Dann schauen wir zu, dass wir das hier am See machen. Jetzt habe ich WASD gedrückt, unglücklicherweise. Wird so ein schicken Fall, ne? Oh, super, hat gut geklappt. Wo ist denn das Werkzeug? Da ist, nee, da ist es auch nicht. Quack, da ist es. Also, der da war's. Dann müssen wir den da wieder nehmen, damit es zu ist. D ist also nach unten bauen. Ist dann A nach oben bauen, naja, A ist wieder wegmachen, alles klar. Gut, und hier ist auf jeden Fall das, was wir machen müssen. Und jetzt ist die Frage, schütten wir es zu oder schütten wir es nicht zu? Mal die Bushaltestelle rausgeholt. Das wäre also hier abdecken, das ist da, ne? Ja, bauen wir sie nach da, fehlt uns da oben rechts ein Feld, das ist auch doof. Auf der anderen Seite irgendwann wird ja dann da eine Bushaltestelle fällig werden, die da auch nicht hin kann. Das wäre jetzt, ja, machen wir trotzdem, ist egal. Jetzt tendenziell, ich würde sagen, wir schütten es zu. Und wie? Gute Frage. Na, jetzt hast du einen Berg dahin gemacht, aber so kriegst du noch zu. Oh, das ist ja nicht wahr. Das war wohl nichts mit Zuschütten, ne? Klimazone. Wasserstand im See reduzieren. Oh, das war jetzt ganz schlecht. Obwohl, so sieht's auch schick aus, ne? Sieht sogar besser aus, finde ich, wie das andere, oder? Lass uns mal das so machen und wir nehmen hier jetzt unsere Stelle und decken das so ab, oder? Das geht jetzt natürlich nicht, weil da unsere Straße fehlt. Die bauen wir dann mal gerade hin und dann natürlich unsere Bushaltestelle und dann haben wir's. So, da müssen wir noch die Linie ändern. Stadtbus Lauter. Stadtbus Lauter fährt schon schwarze Zahlen ein. Ah, der ist der Lauterbus. Linie ändern. Und jetzt müssen wir gucken nach der Lauter Transporterlände. Keine Ahnung, wie das hinkommt. Nach dieser Straße kommt Lauter wie heißt die? Bergsonstraße. Kommt von da, fährt nach da und muss dann dahin. Genau, einfügen, dort. Fährt dann hier unten hin. Und haben wir da noch vorher? Da ist. Mittelgebirgshaus. Ich denke mal, da reicht auch einmal da vorbeifahren gerade erstmal, ne, oder? Ja. Da müssen wir nochmal gucken, wie der fährt. Also Salzburger Straße, Mittelgebirgs Rathaus. Dann fährt er hier hin, oder? Moosgasse. Dann fährt er Helmgasse. Mittelgebirgsrats. Ach so, dann fährt er erstmal zurück, okay.
Dann kommt er zur Bergsonstraße. Und dann zum der Straße. Da. Ja, ich glaube, das können wir dann so lassen. Wenn er zwischendurch mal einmal zum Rathaus zurückfährt, dann passt das schon. Dann lassen wir das so. Dann ist das schon okay, ne? Dann können hier noch ein paar Leute hinziehen und dann passt das. Hier hinten wäre schön, wenn sich's noch erweitern würde. Ja, gucken wir weiter dann nochmal. Machen wir das hier erst wieder zu. Und machen nochmal die Karte auf und gucken nochmal durch, ob in der Zwischenzeit nochmal irgendwo erst gewachsen ist. Weil manchmal geht das relativ zügig. Waldeck. Wo ist Waldeck? Da ist Waldeck. Da ist nix. Döbeln auch nicht. Riedenburg. Ah, ist immer noch gleich. Adenau. Kommt immer weiter in Schwung hier. Hadexen und Altenau. Ja, passt noch. Ist noch gut. Soweit, so gut. Was haben wir dann noch? Dann sollten wir vielleicht noch mal die Bilanz aufmachen. Gucken wir noch mal rein. Sieht alles ganz gut aus. Diesen Monat, aber das ist gerade erst der 4. Mai. Okay, dann passt das noch. Und dann sollten wir hier reingucken und nach Fahrzeuge schauen, die Gewinne schlecht sind. Okay, Schifffahrt hatten wir schon drüber gesprochen. Die Tram ist natürlich voll doof, dass die so schlechte Karten hat da. Ja, was willst du machen, ne? Die hat mal da von da nach da das rübergebracht, ne? Jetzt fährt der Bus noch nach da. Ja. Vom Hafen über den Bahnhof. Aber nicht diesen. Ne, von Hafen über Stadt zum Bahnhof, ne? Ja. Ist so. Der fährt verdammt viel Miese ein. Das ist der nächste Kamerad dann, ne? Der neben der Stramm jetzt hier auch Miese hat. Obwohl wir hier so eine dicke, fette Kirche haben. Komisch. Mann, das war ja voll der Treffer hier, ne? Da ist die Bushaltestelle. Stehen zwei Leute dran, ne? Da neun, aber die sind auf dem Rückweg, steigen hier nur ein. Wo ist hier? Achso, hier ist ja die Haltestelle dafür. Riedenburg Rathaus. Hadexen, Floto, Hadexen. Naja. Der macht auch miese. Ah, das ist hier drüben. Den haben wir auch schon so angepasst für die Sehenswürdigkeiten. Ne? Was ist hier drinnen los? 113 Passagiere warten. Und die wollen aber weg. Ne? Die wollen nicht hier lang, sondern die wollen wegfahren mit dem Schiff. Okay. Voll daneben geklickt wieder mal. Noch mehr daneben geklickt. Und jetzt mal richtig. So. Was ist denn das? Der fährt ja gar nicht, der Bus. Wo steht der denn? Ist veraltet. Das war ein Waldecker Stadtbus. Ich will hoffen, dass wir den ausgemustert haben und dass in Waldeck jetzt nur einer fährt. Müssen wir mal gucken, ne?
Ah, da ist ein anderer drauf jetzt. Der steht da am Bahnhof und wartet. Am Bahnhof, am Rathaus oder. Läuft auf jeden Fall, ne? Da sitzt. Ja, sind viele, die jetzt miese machen irgendwie, ne? Der macht auch miese, oder was? Was fährt er denn durch die Gegend uns hier? Schrott, okay. Das ist nicht gut, wenn wir so viele Miese haben. Aber okay, der Monat ist erst 11 Tage alt, da wird sich noch ein bisschen was ändern, ne? Aber hier ist noch einer ganz schlecht. Ist das der einzige, der auf der Linie ist? Nee, nur einer zwischen, ne? Aber warum stehen die alle? Lass den mal nach Hause fahren. Fahr den zum Depot, weil die anderen sind ja dann auch genug. Was mit ihm hier? Ach, das ist der Erste, der lädt wahrscheinlich dann noch. Okay, dann können wir das da erst so lassen. Sind auch alle schön farbig. Aber die jetzt alle austauschen, weiß ich auch nicht. Da hatten wir die Busse ja. Vierstädtetour macht auch welche mit Blau, ne? Ja, und es gibt noch keine neuen. Lass uns mal gerade gucken. Hier ist jetzt auch blockiert. Warum weiß keiner? Hat wieder nicht geklappt hier. Ah, ist das doof. Wieder daneben. Möchte nicht das Fragezeichen anklicken. Wo sind wir jetzt lang gefahren? Ja, das war jetzt ein Satz mit X hier, ne? Das war wohl nix. Jetzt kommt der da reingefahren mit Ware, kann er sein? Ja, die haben alle voll geladen wohl. Dadurch fährt der nämlich jetzt auch weiter. Oder kann er sein? Ja, der bleibt immer so, ne? Ob geladen oder nicht, die sehen immer so aus. Der ist zu Hause, gut. Ja, irgendwie ist es doof, ne? Jetzt steht der nächste da nämlich im Stau. Na, jetzt habe ich den Bahnhof angeklickt. Möchte aber dieses Fahrzeug anklicken, ne? Fahr mal weiter. Damit die Problematiken aufhören hier. Ach, er wartet jetzt auf den hier wahrscheinlich dann. Dann fahr du auch mal raus. Ah, bringt's nicht, ne? Das ist schön gebaut hier, aber funktioniert nicht. Ja. Er lädt jetzt hier aus, ne? Und fährt aber weiter, oder? Ja. Glaube, da müssen wir irgendwie nochmal was dran ändern dann. Noch mal genauer angucken, was da los ist. Irgendwie läuft es da nicht. Schrottzüge, die stehen da. Ach, der steht unterwegs und wartet gerade auf den anderen, oder was? Gucken
Gucken wir mal. Ach, da ist der Personenzug gerade weggefahren. Dann könnte er jetzt losfahren gleich, oder? Oder, nee, der Gegenverkehr hat erst Vorrang. Ach, der Schrott fährt jetzt dann auch mal wieder. Okay. Aber macht ja auch bloß die Linie, dann ist ja auch alles gut. Der Triebwagen steht im Dingens. Können wir ausmustern? Und das Schiff ist genau das gleiche. Und da sind noch ein paar blaue LKWs. Da auch noch. Könnte man ausmustern. Aber bringt's das? Ich glaube jetzt nicht, ne? Ach, wir haben viel Plus auch. So ist nicht. Es sind viele schwarze Zahlen hier, ne? Mal hochgehen, dann sehen wir hier. Die roten Zahlen an, so zwei Drittel zu ein Drittel. Ja, der fährt den Schrott durch die Gegend. Und der wartet auf 7% noch Beladung, okay. Aber das könnte ja dann sein, dass das jetzt, wenn der da unten kommt, hier dann passt, oder? Ah ne, das ist ja Erz hier, das ist ein Erzzug, oder? Und das da unten ist ein Schrottzug. Aber ob der. Ne, der hat ja auch Erz dabei, oder? Ne, es ist Schrott. Aber bringt schon gut. Gucken wir mal. Ist der jetzt voll? Ne. Doch, der ist jetzt voll. Der hat also mitgebracht. Dann geht das, ne? Jetzt fährt der da so rum. Ja. Okay. Und Stahl ist auch geladen worden. Passt. Ja. Läuft erstmal. Gut, okay, aber. Ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.